Herzlich willkommen, Herr Lorek. Es freut mich ganz besonders, Sie heute als Staatssekretär des Ministeriums der Justiz und für Migration im Social Media Studio beim Landesparteitag begrüßen zu dürfen. Der Landesparteitag steht ganz im Zeichen der Kommunal- und Europawahlen im nächsten Jahr. Welche Themenschwerpunkte sehen Sie denn gerade mit Hinblick auf die Kommunalwahl, die jetzt wichtig sind? Ja, jetzt nehme ich einfach mal meinen Zuständigkeitsbereich. Der Bereich Migration macht schon große Probleme vor Ort. Das heißt, ich sehe schon den Unterstützungsbedarf, den wir von Landesseite leisten können, aber insbesondere auch die Forderungen in Richtung Bund. Das hat Manuel Hagel richtig gesagt, wir brauchen diese 180-Grad-Wende, weil schlichtweg die Kommunen vor Ort mittlerweile schon ein Riesenproblem haben, die Menschen, die ankommen, ordentlich unterzubringen und zu integrieren. Ja, heute ist ja auch der Leitantrag auf dem Programm zur Kommunalwahl. Was sehen Sie denn, was kann man denn vor Ort tun, was kann die CDU Baden-Württemberg tun? Ich glaube, die CDU Baden-Württemberg kann, und ich glaube, das ist was Wichtiges, sage ich jetzt einfach als Kreisvorsitzender, ich glaube, die CDU Baden-Württemberg muss die Verbände vor Ort ordentlich unterstützen im Bereich Wahlkampf, Flyererstellung, diese Punkte einfach, dass unsere vielen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer vor Ort einfach auch die Argumentationsgrundlagen haben und dann klar auch zur Hand haben, was wir als CDU im Land für die Kommune machen. Ja, dann hoffe ich, dass es der CDU Baden-Württemberg im nächsten Jahr gelingt. Vielen Dank für Ihre Ausführungen und danke für das Gespräch. Herzlichen Dank, wir arbeiten dran.